das ja zu blind war. Hallo zur nächsten Folge Let's Play Minecraft mit und von eurem Darth Steffen Zock. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir legen auch gleich mal los mit der nächsten Folge. Und ja, was könnten wir jetzt machen, da ich jetzt keine Kisten bauen kann, so wie ich mir eigentlich ja erhofft hatte oder machen wollte, weil ich ja Platz sparen arbeiten wollte, aber in dieser Mod geht leider das die Kiste nicht. Daher musste ich wohl oder übel weiter auf Kisten zurückgreifen. Daher werde ich mir hier mal irgendwie Lager bauen. Wartet mal, ich habe doch hier das Haus. Das könnte ich mir doch ausbauen, theoretisch. Aber hier wird nicht viel reinpassen, das Haus hier. Das ist zu klein. Aber da hinten das Haus, wie groß ist das? Das ist doch größer hier, ne? Ja. Ich glaube, hier in das Haus würde er ein Lager passen, von der Größe her. Okay. Ja, hier könnte ich vielleicht noch ein Lager reinbauen, ein kleines. Hier würde was reinpassen. Ich denke mal, ich könnte auch hier gleich irgendwo Keller reinbauen. Okay, Schaufeln habe ich keine. Da muss ich mich so runter bauen. Kein Problem. Da brauchen wir hier noch einen Keller und baue hier einen Keller, das Lager. Weil die Wolle wird wahrscheinlich dann mal irgendwann so viel werden, dass ich das so unter der Erde lagern muss. Daher muss ich das eh so machen. Jetzt muss ich nur auch mal gucken, dass ich das so hinbekomme, dass es schön mit den Hauswänden abschließt und nicht zu groß wird oder zu klein wird. Daher muss ich das mal schön hier erstmal anpassen alles. Mit den Hauswänden sozusagen. Okay. Da kommt hier auch gleich mal eine Fackel. Ja, wie gesagt, es muss ja alles passen. Ich sag mal hier die, wo ich das gerade baue, muss ich eh noch Holz hier machen oder Stein. Aus dem Grund, dass das dahinter schön aussieht oder gut aussieht. Also verliert man eh schon eine Breite, wenn man es so nimmt. Also kommt trotzdem irgendwie hin. Und ja, nicht wundern, ich bin etwas müde. Also seht, wenn ich so komisch den Gesichtsausdruck mache, dann verkneife ich mir so ein bisschen das Gehen. Und ja, mal schauen, was ich zu allen in der Aufnahmesession heute hinbekomme an noch geplanten Projekten oder Sachen, die mir so spontan einfallen, wie hier unten das Lager einzubauen. Erst wollte ich das Lager ja an eine andere Stelle packen, aber da habe ich mir gedacht, okay, hier passt es besser eventuell, dass ich das nicht hier immer alles auf eine Stelle packe. Soll ja ein bisschen aufgeteilt sein. Und wenn wir schon die ganzen Häuser hier haben, können wir auch die Häuser alle nutzen im Prinzip. Und ausbauen zu Lager oder zu anderen Dingen. Klar macht das auch ein bisschen aufwendigere Arbeit, hier ein Lager zu ballern, das alles auszuheben erstmal. Das kostet alles ein bisschen Zeit. Aber das bekommen wir schon irgendwie hin. Auch wenn es über ein paar Folgen dauert, das fertig zu bekommen.
Also da hätte man wieder ein Projekt geschafft sozusagen, wo ich dann auch zufrieden bin. Und ja, meine Minecraft-Aufgaben vorantreibe, was das angeht. Ihr wisst ja, dass ich weit im Voraus aufnehme. Die Folgen, die ich hier aufnehme, sind auch im Jahr 2019. Und die ihr dann seht, also an dem Tag, wo dies rauskommt, wo ihr sie seht, ist dann ja schon im Jahr 20. Daher merkt ihr, was für einen riesen Vorlauf ich hier eigentlich habe, was das angeht. Das ist eigentlich schon ein ganz schön großer Vorlauf, den ich mir hier erarbeite. Weil ich auch noch andere Minecraft-Projekte vorhabe. Die natürlich schon lange online sein werden, wenn ihr diese Folge seht. Da ist das schon lange am Laufen, die Projekte von Minecraft. Und ja. Ach falsch, ich muss ja noch eine Ebene runter. Okay. Das war mein Fehler. Hup. Was sind das alles für Löcher? Alter, was ist denn hier verkehrt? So, wir müssen auf die Uhr achten. Das vergesse ich immer sehr gerne. Auf die Uhr zu schauen, wegen der Folgenzeit. Weil ich möchte gerne, dass alles, was ich hier lager, umsortieren, dass die Schafe hier ihre Unterkunft wieder haben. Genau ihr. Ihr solltet ja nicht beengt leben. Würdest du mal... Oh Gott. Habe ich denn noch Getreide zum Locken? Ja. Komm her. Geh doch. Danke. Tschüss. Hey. So einfach geht das. Ja, manchmal muss er ein bisschen tricksen, dass die abhaut. So. Ich habe ja das hier. Achso, ja. Craft. Hä? Okay, ist das nicht gecraftet? Okay. Wie muss ich das jetzt machen? Hä? Können wir das hier reinlegen, dass das geht? Ah! Das ist ja geiles Prinzip. Du legst es da oben rein und dann kannst du. Cool! Das hat geil gemacht. Schöne Methode, gefällt mir. Hab ich euch gewusst, dass das so cool gemacht ist. Schön. Gefällt mir irgendwie die Methode. Man legt das höchste, was man so craften braucht, da unten rein. Und da kann man loscraften, was man braucht. Cool. Das ist eine geile Sache, das muss ich sagen. Das ist eine richtig geile Sache. Das hat was. Schön, schön. Dachte gerade, dass das so schön zu machen ist. Oh, oh, ich habe fast die Zeit hier verpasst. Ich gucke gerade auf die Uhr. Das ist schon in der letzten Minute der Aufnahme gerade. Und ja, dann werde ich mal... werde ich mich mal an dieser Stelle von euch... verabschieden. Ich hoffe, dass ihr wieder natürlich viel Spaß hattet beim Zuschauen und auch wieder beim nächsten Mal dabei seid, wenn es heißt Let's Play Minecraft Live in den Woods mit und von eurem Darsteffen zockt. Ich sage nun an dieser Stelle Ciao mit V und möge natürlich die Macht mit euch sein und wir sehen uns dann zur nächsten Folge nächste Woche Montag, Dienstag wieder von Let's Play Minecraft Live in den Woods. Euer und Darsteffen zockt. Ciao mit V. Bye.